Hallo zusammen und willkommen bei eHajo. Heute zeige ich euch eine neue Lötstation und zwar war ich auf der Maker Faire in Wien und da haben wir ganz viel gelötet und das war eine Kooperation mit Hakko zusammen und das war echt mega, mega cool dort und ich habe von dieser Messe eine Lötstation mitbekommen von TPK, also der Generalimporteur von Hakko hier bei uns im deutschsprachigen Raum. Wie man erkennen kann, das ist die neue FX971. Die ist jetzt relativ frisch auf dem Markt und ich finde sie einfach, also ich finde sie echt cool. Deswegen mache ich ein Video für euch. Und wir schauen uns die jetzt mal an. Zeige ich euch, was die kann. Dann werden wir noch entsprechend ein bisschen löten und ich zeige euch noch ein bisschen so Schnickschnackzeug, was sie kann. Wir werden nicht, weiß Gott, wie ins Detail gehen und eventuell werde ich mich irgendwann trauen, die aufzuschrauben. Aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher, weil ich muss die vermutlich dann auch wieder zurückgeben und dann kommt es oft nicht so gut. Wir schauen uns in dem Video auch den Standardlötkolben an, den es dazu gibt, der FX7901. Wie der funktioniert, den Lötkolbenhalter dazu, weil die haben da echt ein paar richtig schicke Dinge drin und die will ich euch nicht vorenthalten. Hier sehen wir die Station mal in Nahaufnahme. Wir fangen einfach mal rechts unten an, einen Ein-Ausschalter. Vorne gelegen, das finde ich schon mal ganz cool. Bei der FX888 ist der rechts gelegen, das geht ja auch noch. Bei den Ersan, Icon, Nano und Pico ist der hinten gelegen, das finde ich total nervig. Also ein Ausschalter hier vorne gelegen. Hier ein extrem vielpoliger DIN-Stecker, da können wir auch mal gleich das Pendant dazu anschauen. Das wäre der Stecker, der entsprechend vom Lötkolben kommt. Wichtig, ganz wichtig, da könnt ihr euch schon mal freuen, also weiter gucken ist wieder definitiv. Das Ding hat einen USB-Anschluss. Ich meine, okay, wir haben 2023, Mini-USB. Naja, er hat einen USB. Sind wir glücklich und ich zeige euch, was man damit Cooles machen kann. Wir haben Infrarot, bedeutet, es gibt so ein Temperaturkalibrierteil von Hakko, da kann man da quasi irgendwie automatisch die Spitzentemperatur kalibrieren. Eine Handvoll Knöpfe, ein Display. Und wenn man seitlich umdreht, das habt ihr im Intro schon kurz gesehen, man kann diese Station quasi entweder so einklappen, da ist da hinten ein Knopf, oder man klappt sie so aus. Hat den Vorteil, wenn sie jetzt auf dem Platz steht, also hier auf dem Tisch ganz normal, dann kann man sie super ablesen. Wenn man sie hochklappt, kann man sie zum Beispiel oben auf dem Laborplatz draufstellen und kann halt gerade drauf gucken. Also nette Spielerei, finde ich ganz, also ja, kann man machen. Finde ich ganz nett so. Der Netzanschluss, Standard 230. Hier einen wundervollen Griff, man kann sie hier echt schön halten. Und das war's schon. Viel mehr Funktionen hat sie nicht. Schauen wir mal direkt zum Lötkolben selber. Der Lötkolben liegt super in der Hand. Er hat hier vorne auch so Rippen, dass die Wärme entsprechend abgeleitet werden kann, dass man kühle Finger bewahrt. Das habe ich ja bei manchen Lötkolben schon teilweise bemängelt. Hier einen super langen Knickschutz. Und ein extrem flexibles Kabel. Das kann man hoffentlich erkennen. Tu mal die 888 hier. Direkt als 1:1 Vergleich. Die Lötkolben sind ähnlich. Der Hand-to-Tip-Abstand von der 971er ist ein Tick kürzer, wie man erkennen kann. Die Lötspitzen an sich sind auch andere. Da gehen wir dann auch noch drauf ein. Und man kann hier, glaube ich, schon ganz gut erkennen, was beim Kabel da für ein Unterschied ist. Ne? Also 888er Kabel, auch sehr flexibel. Aber halt um ein gutes Stück dicker. Und hier hinten dieser Standard-DIN-Stecker. Wir stecken das Ganze jetzt einfach mal ein. Und dann zeige ich euch ein cooles Feature, und zwar den USB-Anschluss. Dann schalten wir die Lötstation ein und ihr werdet euch wundern, was da alles passiert. Wir sehen oben rechts im Bild eine Anzeige, und zwar ist das die Software von Hakko, die da mitgeliefert wird mit der Lötstation. Und damit wir jetzt mal eine Größenordnung kriegen, Lötkolbenhalter gehe ich jetzt gleich drauf ein. Damit wir mal eine Größenordnung für die Geschwindigkeit kriegen, ich stecke jetzt extra ein, deswegen, dass wir mal sehen, weil der hat jetzt Umgebungstemperatur. Und jetzt stecke ich ihn ein, dass wir mal ein grobes Bild kriegen, wie schnell die Station aufheizt. Hoffen wir mal, dass jetzt irgendwie... So, Spitze war nicht richtig drin. SE für Spitzenerror. Wir sehen, die Station heizt auf 310 Grad. Und das hat es auch jetzt schon erreicht. In der Grafik rechts oben, in der roten Grafik, kann man auch sehen, sie schwingt ganz minimal über, aber sie regelt echt total super ein. Zur Lötspitze selber. Ich habe jetzt hier eine 1,6er Meißelspitze drauf.
Und die Lötspitzen sind, wie man es von anderen Herstellern kennt, jetzt mit Heizelement in der Lötspitze integriert. Und da gibt es halt diverse Lötspitzen. Hier wäre es ein 1,2er Meißel. Hier habe ich noch eine Hohlkehle, eine seitliche. Das Tauschen der Lötspitzen geht richtig easy. Man hat nämlich hier, jetzt darf ich nicht mehr hinfassen, sonst verbrenne ich mich. Man hat hier so einen kleinen gebürtelten Ring. Und mit dem Ring kann man einfach hier am Lötkolbenhalter einfädeln. Zack. Und schon fällt die Lötspitze raus. Man steckt die nächste Lötspitze rein. Und man kann auch in der Grafik dann erkennen, zack, und schon heizt die mit Vollgas auf. Also das ist schon ein schönes Teil. Der Lötkolbenhalter mit drei Löchern, wo man die Spitzen reingeben kann. Jetzt auch schon heiß, die Hohlkehle. Ich gehe aber wieder zurück zur Meißelspitze, weil das meine Lieblingsspitze ist. Er fängt auch, wenn ich das gerade richtig sehe, immer wieder von vorne an. Einstecken, ganz reinstecken wäre gut. Er fängt bei der Statistik auch von vorne an, wenn man eine Spitze reinsteckt. Der Halter selber hat hier eine Schraube, da kann man die Neigung einstellen von dem Lötkolben. Also wie es einem halt ergonomisch am besten passt, kann man den halt entsprechend etwas weiter raus oder reingeben. Wenn man den Lötkolben etwas schüttelt, hört man ein Kügelchen drin rumhüpfen. Die hat nämlich eine Sleep-Funktion, diese Lötstation. Bedeutet, nach einer gewissen Zeit, die man einstellen kann, geht sie in Sleep. Ebenso, wenn man hier auf diesen Sleep-Knopf drückt, dann geht sie natürlich auch in Sleep. Schaltet auf eine eingestellte Sleep-Temperatur, das sind ungefähr 200 Grad. Weiter runter kann man, glaube ich, nicht. Und in dem Moment, wo man den Lötkolben wieder in die Hand nimmt, erwacht er aus dem Sleep-Modus und heizt sofort nach. Ihr müsst den Lötkolben selber gar nicht sehen, denn ihr könnt da oben auf das wundervolle Display gucken. Des Weiteren hat der Lötkolbenhalter hier hinten ein Fach für dieses Goldschwämmchen, Messingschwämmchen. Hier kann man die Spitze noch ein bisschen abputzen. Und hier vorne hat er noch ein Fach für das klassische Wasserschwämmchen, das ich aber de facto nicht mehr verwende. Dann schauen wir mal, was wir löten können. Ich habe hier ein paar Platinen hergerichtet. Wir haben auf diesem Lötkolben 95 Watt drauf. Das sollte reichen, dass wir zum Beispiel eine reine Kupferplatine löten können. Standard FR4 mit Kupfer. Ich habe das einigermaßen geputzt, hoffe ich. Und jetzt können wir uns das Ganze mal anschauen, wie die Temperaturverteilung ist. Eventuell geht die Temperatur ja nach unten, wenn wir löten. Das müsste man dann oben in der Kurve dann auch entsprechend erkennen. Ich löte jetzt mal vollflächig einfach mitten aufs Kupfer drauf. Wir haben 310 Grad. Ich bin neugierig, ob es reicht. So, es ist schon etwas mühsam. Man merkt, es steht teilweise an. Aber er regelt einigermaßen vernünftig nach. Sie geht minimal nach unten, die Temperatur. Für so große Kupferflächen würde man behaupten, da reichen uns 310 Grad nicht. Ich drücke jetzt in der Software auf 350 Grad. Die Station piepst kurz und geht dann auch sofort auf 350 Grad hoch und hat die Temperatur auch schon de facto instant erreicht. Wenn wir mit 350 Grad draufgehen, dann ja. Dann geht es total fluffig. Kann man, glaube ich, erkennen. Also das geht mega fluffig von Hand. Ja. Also 350 Grad, er regelt super schnell nach. Und das bei so einer großen Kupferfläche, da kann man nicht jammern. Ich habe noch eine weitere Platine mitgebracht, und zwar eine Alu-Platine mit Kupferauflage. Die wird vermutlich ein Tick schwieriger zu löten sein, aber wir probieren es trotzdem, weil ich bin neugierig, wie gut die Station funktioniert. Oh, hier geht Wärme verloren. Uiuiuiui. Da zieht es die Wärme davon. Ha. Also das ist natürlich so eine Thematik, da braucht man Lötkolben mit anständig Power. Da reichen 95 Watt vermutlich nicht. Kann man aber erkennen, er versucht echt mühsamst hinterher zu regeln, schafft es immer wieder, aber es reicht nicht für eine so massive Aluplatine. Jetzt machen wir interessenshalber mal die Temperatur auf 450 Grad, aber dass wir mal eine ungefähre Richtung kriegen, wie schnell das Ding auf 450 Grad oben ist, zack und schon da. Und mit 450 Grad haben wir natürlich ein bisschen mehr Wärmereserve, ganz klar. Aber selbst mit 450 Grad funktioniert das
hier nicht wirklich sonderlich fluffig, würde ich mal behaupten. Wenn man jetzt natürlich so eine kleine 0815 Aluplatine hat wie die hier, das sollte natürlich gar kein Problem sein. Wir haben hier eine Aluplatine mit einzelnen Pads und wenn wir da jetzt mal versuchen, so ein einzelnes Pad zu verlöten, dann ist das natürlich gar kein Thema. Jetzt mit 450 Grad sowieso nicht, also ich stelle jetzt mal lieber sicherheitshalber wieder auf 350 Grad zurück. Also da kann man erkennen, 350 Grad und eine Aluplatine. Eine normale Aluplatine, die nicht vollflächig Kupfer auf Alu hat, ist auch überhaupt kein Problem mit der Station. Alles in allem nochmal ein paar Details dazu. Die Station kostet unter 500 Euro. Ich glaube 480, 460, irgendwie so um den Dreh rum. Gibt es in 2023 noch bei Ihio zu kaufen, wenn jemand will. Einfach eine Anfrage stellen, dann können wir die organisieren. Ansonsten echt eine super Station, also liegt super in der Hand. Der Kolben ist mega angenehm, sehr leicht, das Kabel sehr flexibel. Komplettresümee, ein sehr gutes Gerät. Ich werde es leider vermutlich wieder zurückschicken müssen, auch wenn mir gerade diese Temperaturanzeige für den Stream und auch für Videos ganz, ganz doll gelegen kommen würde. Im nächsten Video zu der Station zeige ich euch noch einen anderen Lötkolben, den es dazu gibt, und zwar den FX9703. Das ist ein Mikrolötkolben und man sieht es jetzt ja schon. Kann man ja schon mal vergleichen. Ich gebe euch mal hier den anderen dazu. Das ist der Lötkolben von der, also dieser Standard-Lötkolben, der dabei ist bei der Station, also der 9701. Und das ist der 9703 im Vergleich dazu. Und nochmal als gesamter Größenvergleich der 888er daneben. Der 9703 ist wie ein Bleistift. Das Ding liegt wie ein Bleistift in der Hand. Freut euch auf das Video, das ich dann mache, weil da zeige ich euch, wie man mit dem Teil umgehen kann. Und wie gut das überhaupt funktioniert. Ich habe es noch nicht getestet. Ob es überhaupt gut funktioniert, schauen wir uns natürlich auch an. Ja, vielen Dank fürs Reinschauen. Wie gefällt euch die Station? Ich finde sie cool. Ich will jetzt nicht zu viel schwärmen, weil ich will ja nicht nur Werbung machen und so, sondern ich will einfach nur ein paar Dinge anschauen, die ich cool finde, die ich für meinen Stream und für meine Videos verwenden kann. Und da gehört die Station definitiv auch mit dazu. Vielen Dank fürs Reinschauen alle miteinander. Daumen nach oben und Abo habt's eh alle drin. Und ich freue mich schon auf neue Videos. Bis bald. Ciao.